Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Berlin angekommen bei der Firma KKS. Heute geht es um diese kleine Rakete. Neue Lader, neue Downpipe, Wassermethanol. Gucken, was jetzt leistungsmäßig rauskommt. Aber bevor es hier losgeht, halt mal die Kamera genauso. Wir machen einen kleinen Trick. Ich nehme sie kurz. Du musst einmal Hallo sagen. Guckt euch nämlich kurz an, wie der da ist. Kannst du euch die Kopfhörer auflassen? Guten Tag. Yeah, René ist weg. Erzähl mal, wen ich vermisst. Ja, ich war kurz weg. Nein, natürlich weiterhin in Hannover am Start, fleißig Fotostudio am Machen und so weiter. Genau. Vielen Dank, dass du hier heute aushilfst und mir assistierst und immer wieder die Kamera hältst. Gerne. So geht das nämlich am besten, ohne zu verwackeln, habe ich gelernt. Hoffentlich. Vielleicht. Wir werden es am Ende nachher sehen. Also nein, heute mal wieder mit René am Film. Wir wollten eigentlich auch ab und an mal wieder ein paar Sachen wieder machen. Ja. War schon immer cool, wenn wir zusammen unterwegs waren. Mega cool, ja. Fotostudio läuft soweit, dass auch da wieder ein bisschen Freiraum ist. Bist auch gerade wieder Papa geworden. Genau. Das heißt, wir haben das, wobei ich wollte gerade sagen, wir haben das gleiche Leid, aber es ist vollkommen Quatsch, weil es wirklich die schönste Zeit, die es gibt. Also ich kann nur jedem empfehlen. Jetzt müssen wir jetzt piepen. Und immer schön fleißig Kinder kriegen. So, Prüfstand ist gerade noch belegt, aber das macht nichts, weil wir kriegen nämlich ein bisschen Sound heute. Hoffentlich. Und zwar, wir haben ein ganz wildes Projekt hier. Ein Auto, was früher komplett underrated war, RS6 Limo. Weil es gibt wirklich nicht viele davon. Um nicht genau zu sagen, fast gar keine. Aber irgendwie dann doch wieder cool. Mittlerweile. Weil halt einfach, das sind halt auch die Generationen von Autos, die halt wirklich richtig dicke Backen haben. Und so wie man KKS Performance in Berlin kennt, wird er auch ordentlich was in der Haube stecken. Da habe ich gerade schon gesehen. Ja, nicht weglaufen. Ja, keine Ahnung. So. Boris erklärt uns einmal, was hier geht. Erstmal danke, dass ich wieder euren Prüfstand heute hier. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Kannst du immer sehr gerne. Wollt schon Probe haben. Kannst du auch da? Gönn dir. Auf wieder Motivation hoch. Ja, es ist unser RS6-Projekt, was wir schon seit über 2 Jahren, haben wir jetzt gerade überlegt, oder? Seit über 2 Jahren schon da stehen haben. Also ich habe den gekauft, hingestellt, hat ewig gedauert. Aber jetzt sind wir endlich soweit. Haben alles umgebaut und jetzt funktioniert er endlich. Wir sind auch schon fertig mit dem Prüfstand. Die Autos gelten ja eigentlich, oder früher, zu Zeiten, wo man noch mit solchen Autos viel auf Autobahn gefahren ist, waren das immer so tote Hunde. Genau, also allein wegen dem Getriebe, ne? Normalerweise Automatik. Vor allem so eine uralte Automatik, ne? Genau, Katastrophe. Bei 600 Newtonmeter war das schon im Prinzip am Ende. Ich glaube, was 4 oder 5 Gang sogar? 5 Gang, ne? 5 Gang Automatik, genau. Aber 4. Gang 300 oder so, ne? Also war wirklich urlang übersetzt. Katastrophe. Das und Getriebe so kannst du komplett vergessen. Jetzt haben wir hier einen Schalterumbau. Chris hat den kompletten Motor umgebaut, also nach seinem, so wie er sich das vorgestellt hat, da sind Buchsen drin, Kolben sind da drin, Pleu sind drin, die Köpfe sind speziell bearbeitet, plus 2 Ventile sind drin, also plus 2 Millimeter. Die haben gerade so gepasst und in der Zwischenzeit sind auch die Ventile übrigens kaputt gegangen, weil die an der Buchse geschliffen haben, ne? So war das so, oder? Ja, genau. Die zu groß. Gibt es eigentlich irgendeinen Motor, den du nicht geschraubt hast? So, wenn ich jetzt gerade so alles, was auf 2 Rädern ist. Nein, weil, ist ja egal, ob V6, Vierzylinderreihe, V8, 6-Zylinder-Boxer, ist ja wirklich alles dabei, immer, ne? Jeden Tag was Neues. V12 fährt eigentlich noch. So einmal komplett. V10 hätte ich. Können wir gleich loslegen. Boris, wie kam die dazu, eine R6? Also warum R6? Weil das ist ja wirklich eigentlich kein Auto. Das ist ja ähnlich wie bei mir mit der Limo. Das ist ja eigentlich damals auch kein Auto gewesen, was man nimmt, wenn man 1000 PS bauen will. Ne? Na, weil es gab halt keinen irgendwie, also mir war keiner bekannt, der über 1000 PS hat. Und ich wollte unbedingt, also es ist auch so ein Kindheitstraum, ich fand den immer toll, den Wagen. Also als er rauskam, konnte ich mir halt nicht leisten, aber war halt viel zu teuer. Jetzt sind die halt günstig, die Autos. Weil die auch schon wieder hochgehen, ne? Ja, also jetzt geht es wieder hoch. Ich habe den noch, muss ich sagen, für 10.000 Euro gekauft. Ich wollte gerade sagen, also zu Top-Zeiten weiß ich noch, wo ich noch fleißig auf dem Gebrauchtwagenmarkt unterwegs war. Da gab es immer so R6 immer so für 7.000 bis 10.000 Euro. Genau, ja, 10.000 also fahrfertig, Euro. Ne? 10.000 und der war von der Karosserie okay. Mutter war in Ordnung, wir haben 240.000, da war nicht eine Riefe in den Lochbuchsen. Ja, also top, ja. War wirklich top also für das Geld. Naja, und dann hat er den Schalterumbau gemacht, der jetzt schon mittlerweile ja schon bewährt ist, machen ja viele schon. Und da gibt es auch schon Platten fertig, die man angefertigt bekommt. Also relativ einfach mittlerweile, den Schalterumbau zu machen. Das heißt, Step Nummer 1, um hieraus ein sportliches Auto zu machen, umbauen auf Schalter? Weil gab es früher als Automatik? Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei ich mittlerweile auch gerne als Automatik fahre. Also vor 10 Jahren war es noch so, da wolltest du nicht fahren, aber jetzt so als Cruiser mit dem V8 ist irgendwie auch schon geil. Man könnte ja theoretisch. Ja. Bin ich gefahren, wo wir uns auf dem Platz getroffen haben. Nee.
Nee, nicht drin war. Die Automatik. Nur auf dem Weg hin und zurück. Ist ja, Wolfsburg ist ja so weit gewesen. Das war. Nee. Ich find's geil. Ich fand's mit dem V8 voll geil. Aber, ja, das neuere Getriebe ist auch wieder besser, aber das Getriebe ist wirklich Schrott. Also da müsste man ein anderes Getriebe nehmen. Es gibt ja auch so sicherlich die Möglichkeit, da könnte man vielleicht machen, ne? Ein anderes Getriebe einfach nehmen. Aber die Steuerung ist halt wieder blöd. Also das ist echt kompliziert. Aber kurz gesagt kann man sagen, alles umgebaut. Krümmer selber gebaut, spezielle Lader dran, auch Limo-Größe TTE 1200. Genau. Einmal alles. Genau. Kolbenbläu logischerweise, Buchsen. Buchsen, Kolbenbläu, Köpfe komplett CNC, Vollbohren. Also das ist der große Bruder von deinem. Wenn ihr jetzt Interesse an dieser Technik habt, ich vermute mal, werdet ihr bei euch im Typ auch alles zu finden haben. Genau, richtig. Wir machen ja auch die Videos dann dazu. Genau. Könnt ihr bei uns gucken auf dem Kanal. Da seht ihr auch, wie viel Leistung er denn wirklich hat zum Schluss. Ich habe schon wieder so ein geiles Deutsch heute zu finden haben. Also ihr findet es auf dem YouTube-Channel. Ja. Ich versuche mich jetzt selber zu korrigieren, weil sonst wird das immer schlimmer und irgendwann quatschen nur auf das Zeug so ungefähr. Ja. Aber ich habe gerade gesagt, noch nicht abspannen. Ich will unbedingt einmal, wenn er jetzt gerade schon aufgespannt ist, wir müssen gar keine Messung machen. Und ich glaube, beim V8 reicht es einfach, so erst zwei Drittel mal so ein bisschen anrollen und einfach mal so ein bisschen durchziehen. Mhm. Das war ein bisschen vor allem der Starter hat sich gerne. Hört man noch richtig V8 raus? Also perfekt. Und für mich ist es der beste V8-Sound, den es überhaupt gibt. Hört gut an. Wirklich. Weil man sagt, der Audi V8, siehe mein W7, ist eigentlich immer nicht so der geilste V8-Sound. Es ist halt keine Ami. Wegen der Zylinderanordnung ist klar. Aber der hört sich gut an. Okay. Ja, sehr mechanisch. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, klickt hier auf den YouTube-Channel. Jetzt gibt es kurz ein bisschen Sound. Vor allem, weil du hast es gerade noch gesagt, ich habe mir gerade überlegt, hast du gerade gesagt, der Starter klingt geil, aber das Ding klingt ja wirklich, als wenn du eine Düsenjet anmachst. Ne? Ja, das ist ja unglaublich. Aber woran liegt das? Hat der so einen krassen Charme oder wie? Genau, ja. Das klingt, als wenn der irgendwie Übersetzung drin hat oder wie auch immer. Das hört sich irgendwie an wie diese ganzen V12-Dinger. Ja, ganz schön umgebaut, ne? Ja. So, jetzt geht's weiter von V8. Wir machen jetzt Downsizing 1,4. Jetzt gerade verkabel ich die Wassermeter 0 zu Ende. Das heißt, wir haben ja zwei Düsen hier und hier. Und Chris lädt, glaube ich, noch einen Laptop auf oder kommt gleich und dann geht's auch los. Also nicht verkabeln, sondern verlegen. Das sind ja keine Kabel. Verleitung. Verdrahten, Verleitung, kein Plan. Also Chris, nicht erschrecken, Bremse ist noch ein bisschen Luft drin, ne? Habe ich gerade schon gemerkt. Aber du kannst sie lieben gerne mal auf dem Prüfstand ein bisschen nutzen, dass sie schon mal ein bisschen eingebremst wird. Aber da muss definitiv sich ein bisschen Luft verstecken. Also, wir machen jetzt folgendes Ziel an diesem Abend ist, als allererstes müssen wir klären, wie viel schlechter spricht dieser Turbolader als alte an. Weil wenn dieser Versuch in die Hose geht und er viel zu schlecht ist immer relativ, weil normalerweise ist mehr Leistung gleich immer schlechteres Ansprechverhalten, ist halt einfach so, dann wird uns das auf der Rennstrecke am Ende nicht schneller machen, weil wir brauchen dann doch schon diesen Druck aus den Ecken unten raus. Bei einem Frontantriebauto nicht so krass wie bei einem Allrad- oder Heckantriebauto, weil ich eh echt soft aus den Kurven raus beschleunige. Aber genau deswegen sind wir hier, weil ich weiß nicht wann, ich würde mal sagen letztes Jahr Juni, Juli, August war das so in dem Dreh, haben wir das Auto auch genau hier gemessen. Das heißt, wir können am Ende schön die Kurven übereinander legen und sehen genau, wie halt besser oder schlechter geworden ist. Das heißt auch, wir versuchen jetzt als allererstes den möglichst gleich zu messen.
Das waren damals, weiß ich noch, 2,0 bar, 306 PS oder so im Hybrid. Das heißt, ins Steuergerät jetzt 2 bar rein, gucken, dass er 2 bar macht und dann einfach mal gucken, wie die Kurve aussieht und dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Und dann gucken wir mal, wie hoch können wir gehen, was ist mit Wassermethanol und dann testen wir uns ein bisschen rein. Also Ziel ist jetzt wirklich nicht wie sonst auf maximale Leistung gehen. Das haben wir aber damals auch schon nicht gemacht. Weil ich weiß, du hattest ja... Kurz geguckt, aber ja genau, und dann waren aber sofort 100 Newtonmeter mehr. Und das wäre eh unfahrbar gewesen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mit dem Auto, seitdem ich gefahren bin, noch nicht einmal es gehabt. Mittleren Bereich, Gas gegeben, Räder drehen durch. Mit Lenkeinschlag. Also der hat tatsächlich so viel Traktion im Verhältnis dazu, dass wir ihn so soft gemacht haben in der Mitte, dass wir da tendenziell schon eigentlich ein bisschen mehr machen können. Dann müssen wir wahrscheinlich so ein Roti am Lenkrad machen. Boah, das dreht doch nicht wahr. Aber man muss einfach sagen, in Summe haben wir alles richtig gemacht, weil wir haben auch nichts kaputt gemacht. Ich bin viel gefahren, war schon schnell unterwegs und das ist ja eigentlich mittlerweile das Ziel und nicht einfach aufbrechen und drücken immer irgendwas. Und auf, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendeinen Schubknall haben. Ja, sonst bist du vielleicht runter vom Platz. Weil ich habe es jetzt schon gehört, dass es ein bisschen mehr geworden ist. Ja, weil das wollen uns ja schon vorbildlich ein bisschen hier... Nee, ist richtig, auf der Rennstrecke. Kein Schubknallen, keine Flammen. Gar nichts. Noch nichts umgewickelt, nicht eingepackt und gar nichts, weil ich wollte es loslassen. Ich wollte es einmal live sehen, wie sich tatsächlich die Farben verändern von dem Titan. Okay, erzähl Chris. Also immer wieder unglaublich, wie fit er ist, wie schnell das ging. Das waren jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten gefühlt, ne? Ja. Für eine Stunde an jeden Punkt immer einmal rangefahren und ein bisschen angepasst. Was musstest du machen? Ich hatte vorher schon ein bisschen was im Kennfeld ein bisschen hochgeschoben. Ein paar Regler nochmal ersetzt gehabt, aber es hat alles gepasst. Lambda-Regelung ist plus minus 4-5%. Mhm. Plus im Grenzen, top. Und das habe ich nur die letzten paar Male Ladedruckregelung gemacht. Musstest du gegenüber vorher, okay, kann man schlecht sagen, weil wir die ganze Zeit schon rumgetaktet hatten, weil mal was undicht war und so weiter. Das waren jetzt auch 2,0 bar. Das sind jetzt auch 2,0 bar. So, das heißt, wir sehen hier, was ist jetzt rot und blau? Blau ist, was wir gerade gemessen haben. Blau ist das, was wir gerade gemessen haben. So, das heißt, wir sind tatsächlich schon bei sage und schreibe 331 PS. 410 Newtonmeter. Ja. So gehen wir einfach mal ganz dezent ins Rennen. Ja, und einfach mal mit 70 Newtonmeter mehr. Und rot? Das ist die letzte Messung. Vom letzten Mal? Vom letzten Mal. Ja, was? Ich verstehe es jetzt so gerade nicht, aber... Ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Der gleiche Gang und alles? Ja. Und hast du beide ausgedreht oder hast du irgendwann über 6,5 gedreht? Ich habe jetzt nicht ausgedreht, ja. Also, ich erkläre euch gerade kurz, was ihr da seht. Blau, neue Kurve, rot, alte Kurve. Und tatsächlich kommt der neue Lader früher. Also auch deutlich früher. Ich würde mal sagen, gefühlt 500 Euro, ne? Na, nicht ganz, aber 300 Euro. Ja, schon eher. Was haben die anders gemacht? Nämlich das ist bestimmt der Cut.
Nicht, dass ich da doch wieder noch ein bisschen getrickst habe seitdem. Aber ist ja egal, Hauptsache. Hauptsache kommt. Ja, aber der Cut waren 50 oder 75 Zeller und 130 Durchmesser, ne? Das war so viel. Achso, nee, dann kann. Das war so viel. Und gefühlt, ja, es war, ist jetzt kälter hier. Also im Sommer war es hier schon wärmer, ne? Ein paar Grad, aber das ist ja schon deutlich. Aber hast du wirklich eben gerade bis 7 gedreht? Das passt schon. Ich guck nach. Weil das Einzige, was wir jetzt gerade sehen, ist, weil das wäre natürlich jetzt der Endgegner, wenn wir jetzt mehr Leistung bei. Also da ist natürlich das ganze System noch kalt einigermaßen, ne? Das war damals besser um 46 oder so. Ne? Wie viele 500 Umdrehungen? Gucke ich das gleich mal nach. Hast du seitdem anderen Reifen drauf? Nee, eigentlich nicht. Abholung fangen wir es gleich an. Betrieb ist es gleich. Weil ich habe. Oder ich habe jetzt mal einen dritten gemessen. Moment. Weil ich habe seitdem. Lass mich kurz überlegen. Nee, das sind die Reifen, die seitdem erst. Weil ich habe extra die alten noch sogar wieder. Die alten Michis draufgesteckt. Also, Problem ist jetzt gerade. Also, der spricht so viel besser an, dass es fast gar nicht sein kann. Jetzt müssen wir. Müssen wir überlegen, wodurch das liegt. Wodurch das liegt. Ich korrigiere mich wieder selber, woran das liegt. Vielleicht nochmal für den Zuschauer, nicht jeder weiß beim großen Lader, dass da dann das Ansprechverhalten nach hinten geschoben ist. Gut, letztes Mal haben wir einen dritten gemessen. Gut, dann machen wir gleich nochmal eins. Aber das heißt, okay. Das, was jetzt aber nicht heißt. Dass unbedingt viel später. Ja, na, doch, es kann sein, dass er im kleineren Gang später kommt. Okay, also wir nehmen das Ganze zurück. Wir müssen noch einmal im dritten Gang messen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Großer Lader ist einfach jemand, der, wenn man viel Masse durch einen Turbolader durchbringen will, als auch viel Masse schaufeln will, braucht man natürlich eine große Schaufel. Große Schaufel ist immer schwerer, träger. Somit ist es eigentlich üblich, dass ein größerer Turbolader schon schlechter anspricht. Jetzt kann man natürlich über Effizienz immer ein bisschen was rausholen. Heißt, Geometrien, Spalte, Gewicht. Aber, boah, dass ein größerer Turbo früher kommt, wäre schon krass. Aber ja, wir machen das Ganze nochmal im dritten Gang, nicht so mehr. Zurück kommt doch schlechter, ne? Minimal. Also wir sehen jetzt gerade, Fehler war letztes Mal dritte Gang gemessen, jetzt vierte Gang. Genau. Vierte Gang Last länger, das heißt der Lader kommt früher. Genau. So, und jetzt sehen wir, dass der Schnitt, jetzt gerade ist es auf Geschwindigkeit skaliert, aber das waren so bei 3,5. Bei 3,5 ist der Lader schon ein bisschen später ab. 4,2 waren das ungefähr, kommt da dann besser. Also wir haben an der schlimmsten Stelle, das kann man jetzt natürlich wahrscheinlich... Das ist schon 500 Umdrehungen. Das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen korrigieren, was die Taktung angeht, aber wir haben so 40 PS weniger, ne, in der Mitte. Am Maximum. Ja, am Maximum 40 PS, ja. Aber das ist in so kurzem Moment. Ist da jetzt voll aufgezogen die ganze Zeit? Oder kann also man da theoretisch schon was rausholen? Ja, ich glaube nicht viel. Also ich kann es probieren, aber... So, und bei 5 kippt es dann und da schnallt dann die blaue Kurve nach oben. Ja. Und da sieht man dann auch, wie er angefangen hat durchzudrehen. Da sieht man auch am Drehmomentschild. Genau. Ja. Ich hätte am Plateau gehabt, ja. Waren jetzt in dem Fall 311 PS nur zu 313, aber halt auch nicht ausgedreht. Ja. Die Frage ist, ob er jetzt hinten die Leistung nachhält, ne? Weil vorher ist er hinten gekippt, weil der andere Lader zu klein war. Der Lader ist jetzt ein bisschen größer, also theoretisch müsste es jetzt zum Peak mehr Leistung haben. Die Frage ist, was wir jetzt, Leistung.
Die Frage ist jetzt ehrlich gesagt, was wir machen. Natürlich zum Vergleichen wäre es jetzt natürlich schöner gewesen, wir bleiben immer im dritten Gang. Macht aber keinen Sinn, weil ich fahre auf der Strecke auch den vierten. Also ich brauche die Last definitiv in dem langen Gang. Also ich würde es jetzt schon auch eher hier, ehrlich gesagt, lieber dann im vierten machen. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir es damals nicht im vierten gemacht haben. Haben wir, glaube ich, später gemacht. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es definitiv so, dass er doch, leider müssen wir alles korrigieren, tucken später. Also jedes Mal, wenn ich jetzt unter 4,5 Gas gebe, ist er ein bisschen später. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie... Dass es jetzt irgendwie tausend Umdrehungen ist. Ne? Versuchen wir mal mit der Taktung, da vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr. Weil ich meine, ich habe es ja ausgerechnet. Ich meine, ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin im Durchschnitt auf der Strecke 4700 Umdrehungen gefahren. So im Durchschnitt. Ja, das ist also, ja egal. Also selbst mit dem langen Getriebe schon, fahre ich schon eher so bei 4,5 immer. Jetzt ist es aber natürlich bei 4,5 so, wenn ich jetzt reintrete, wird es einen Tucken länger dauern, als wenn es vorher gemacht ist, aber da wollten wir ja mal gucken, ob wir nicht vielleicht so ein bisschen ALS dann auch reinkriegen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wenn ich vom Gas gehe, schiebt er die Zündung nach spät und fängt an, ein bisschen den Lader an zu spulen. Ne? Geht das auch ohne Knallpuff-Peng aus dem Auspuff oder kommt das automatisch in dem Fall immer? So ein bisschen brabbeln wird er immer, ne? Ja, ist echt eine Sache. Das dauert ein bisschen. Dass jeder Motor verändert sich da ein bisschen anders und dann müssen wir. Kann sein, dass ja erstmal richtige Böller gezündet werden, Flämmchen kommen oder es gleich funktioniert. Ja, aber erstmal fahren wir jetzt die Abstimmung raus. Ja. Das war jetzt 2-0. Ja. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir switchen auf vierten Gang. Du machst ihn einfach im vierten Gang bei 2 Bar so weit fertig, dass du sagst, das passt jetzt, das reicht. Und dann schalten wir mal die Wassermeter 0 an und vergleichen mal Werte vorher nachher, also Abgastemperatur und Ansaugluftemperatur. Und gucken dann mit Wassermeter 0 an, was oben raus vielleicht noch druckmäßig kommt. Und ob noch Reißung kommt. Ja, Rentenabfahrt. Weil vorher war da dann jetzt ziemlich, ziemlich Ende. Ja, letztes Mal kam nichts mehr aus dem Lader raus. Ne? Nee, da war dann. Jetzt muss, denke ich, noch was kommen. Ja. Also da war Overboost ging, dass er 450, 500 Newtonmeter gemacht hat, aber oben raus, nicht. Und wir wollen jetzt ja gucken, ob wir nicht oben raus das bis 7,5 dann steigern können. Aber das würde ich über 2-0 würde ich nicht gehen. Ich würde erstmal jetzt mit 2-0 fertig machen. Das ist ja immer fertig machen. Und dann. Das ist das, was ich fahre. Dann machen wir WMI an und dann machen wir Druck noch ein bisschen gucken und dann ALS und dann fahren wir nach Hause. Du hast doch NOS vergessen. NOS stimmt, dann nur noch einmal. Okay, ja, let's go.
2,0 Bar, 331,61 PS mit 382 Newtonmeter. Mit einer Bilderbuchkurve. Bei 7000 fällt dann ganz bisschen kurz ein, aber immerhin steht wirklich bis zum Ende die Leistung. Jetzt haben wir Folgendes. Wir würden jetzt als nächstes, also das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben 2,0 gegenüber 2,0 gute 25 PS mehr. So. Das sind immerhin knapp 10%. Also schon mal nicht schlecht. Ich glaube allerdings, dass der Zuwachs noch viel, viel, viel krasser ist. Jetzt nicht leistungsmäßig, sondern wie wir den Motor entlasten. Weil, wirklich kaum zu glauben, wir haben was? 17 Grad Ansaugluft? Ja. Gefühlt Raumtemperatur hier. Also ich würde sogar sagen, es ist eigentlich wärmer hier als 17 Grad. Und Abgastemperatur waren auch nur 750 oder 800 Grad. Klar, wir sind hier auf dem Prüfstand und nicht auf der Rennstrecke. Aber das kommt mir schon sehr wenig vor. Also da muss der Motor definitiv deutlich entspannter laufen, aber das ist genau das, was wir erzeugen wollten, was halt genau richtig ist. Ne? So, das heißt, das, was ihr ganz am Anfang des Videos gesehen habt, dass ich beide Düsen aktiviert habe, haben wir jetzt gerade wieder rückgängig gemacht. Es ist nur eine Düse jetzt aktiviert. Wir starten jetzt mit der Wassermeter-Null und gehen einfach nur auf die Düse im Druckrohr. Das heißt, nur hinter den Kühler, um noch so ein bisschen Klopffestigkeit reinzubringen und Klopffestigkeit und nochmal mit den Temperaturen nochmal ein bisschen runter. Ist hierfür jetzt erstmal Quatsch, aber das ist ja erstmal noch die Map, die ich am Ende fahren will. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Möglichkeit, dass ich theoretisch mitfahren kann. Und dann fangen wir an, oben raus ein bisschen Leistung zu stellen. Ne? Wenn was kommt. Also wir sehen jetzt ja schön am Drehmoment das Plateau von ich sag jetzt mal, 4,5 bis 6 steht da schon ganz gut. Das heißt, wir müssten so bei 5,5 anfangen, mehr zu takten. Also bis 5,5 würde ich gar nichts machen und nur von 5,5 bis 7 da vielleicht nochmal von 2,0 auf 2,2, 2,4, 2,5 irgendwie. Ne? Okay, aber erstmal bin ich gespannt, was jetzt passiert, wenn wir wirklich nichts machen, nur die Wassermeter 0, ob man da einen Leistungsunterschied sieht. Jetzt ist natürlich alles schön kalt auch, aber ich bin gespannt. Also, wenn wir 10 PS sehen, wäre schon viel. Ne? Aber wir testen mal. Das System ist so kalt, was er mit der Null anmachen, macht definitiv hier auf dem Prüfstand keinen Sinn. Auf der Strecke bestimmt. Ja, wenn er ein bisschen. Also ich bin gespannt. Mich würde es wirklich wundern, wenn wir auf der Strecke auch mit 20, 30 Grad rumfahren und 950.000 Grad Abgas. Aber so kann man auf jeden Fall sagen. Und was ich auch sagen muss, krass ist, wie gut die Max-ECU-Gegenregel. Ne? Also in dem Moment, wenn die angeht, in dem Moment Lambda-Wert dann doch wieder korrigiert wird. Ja, ich habe ihn jetzt, also bei der zweiten Messung, also die hat es korrigiert. Ich habe den Lambda-Regler gesehen, wie viel er rausgezogen hat. Das habe ich dann quasi abgezogen im Kennfeld und beziehungsweise mit dem Rückenfeld quasi runtergezogen und dann bei der nächsten Messung hat es genau gestanden. Wie viel hat er in Summe rausgenommen ungefähr? 10%. Doch, 10%. Also meine Düse doch wieder ein bisschen größer. Okay, ja, jetzt will ich wissen, ich würde sagen, lass uns mal ab 5,5 bis... Sie, also bis Begrenzer mal ein bisschen anziehen. Wie viel Taktung haben wir noch? Wo stehen wir gerade? Vielleicht noch so 20%. Nicht viel. Jetzt muss man dazu sagen, im letzten Video, als wir hier auf dem Prüfstand waren, habt ihr euch daran erinnert? Ist schon wieder spät. Im letzten Video hier auf dem Prüfstand, aber ich werde es durchziehen, ich werde mich immer korrigieren. In dem letzten Video hier auf dem Prüfstand haben wir euch gezeigt, wir haben eine weichere Feder reingemacht. Weil wir der Meinung waren, wir brauchen weniger Ladedruck.
Was vollkommener Quatsch war, weil ich habe bisher keine Strecke oder keine Situation gehabt, wo ich irgendwie unter 1-2 oder so fahren konnte. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt aber nicht wieder die große direkt einschmeißen, wir wollen jetzt einmal gucken, was oben raus so passiert. Wenn jetzt in diesen 20% es auf einmal so bergauf geht, dann könnte man sich überlegen, wer die harte reinzumachen. Aber ganz ehrlich, ein Rundstreckenauto, alles über 2,2, 2,5 ist da wirklich Mord für so einen Motor, ne? Auf Dauer. Weil das ist schon ganz schön viel, wenn man sich das so überlegt. Also ist schon Wahnsinn, dass das überhaupt so gut funktioniert. Ja, alle Fälle. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach bei 7000 mal 90 rein. Also, ne? Einfach all in. Würde ich jetzt auch mal gucken. Das muss steuert machen. Ja. Ja. Mach ein Limiter rein bei 5 bar und dann ist gut. Ja. Beide zusammen das Auto hier reinsetzen. Das könnte schief gehen. Also echt Wahnsinn, wie schnell dieses Auto bzw. das Steuergerät wirklich das macht, was es soll. Wir hatten tatsächlich gerade ein bisschen Spritdruckprobleme, mussten doch eine größere Spritpumpe einbauen. Die liegt jetzt hier gerade erstmal nur drin im Tank. Aber es kam jetzt auf den Schlag sofort 385 PS. Das ist gut. Nee, da fehlen mindestens noch 16. jetzt ist er natürlich durch die größere Pumpe oben aus, weil der Spritdruck ist tatsächlich selbst bei der 331 PS Messung ist der Spritdruck, sollte ich sag jetzt mal 6 bar sein, ist schon abgefallen auf 5 bar. Und das geht natürlich dann nach oben raus immer krasser, immer mehr, sodass wir jetzt immer, dass er schon sogar in den Cut reingegangen ist, damit er nicht kaputt geht. Jetzt mit einer größeren Pumpe, das ist jetzt auch schon echt eine 500-600 PS Pumpe, ne, die hier drin ist. Ja, davon haben wir zwei in mehrere 6 drin. Mit einer habe ich 820 PS gemacht. Ne? Ja. So. Und. Also, wir wissen, wo die Reise hingeht. Jetzt auf jeden Fall. Das war jetzt allerdings taktungsmäßig mit dem. Das waren jetzt 90% Taktung im Begrenzer. Das waren 2,6 bar. Das heißt, kann jetzt sein, dass man mit irgendeiner anderen Feder da noch mehr rauslügen kann, aber wollen wir gar nicht, weil das ist ja schon genau da, also das wird so abartig fahren, das weiß ich jetzt schon. Alleine, weil es auf Drehzahl so steigt, wirst du in der Kiste drin sitzen, das Ding wird einfach nur fliegen. Wenn man da so drin sitzt wie du hier. Ja, Alter. Also, aber ohne Witz, jetzt wo du es gerade sagst, das wäre doch mal eine neue Sitzposition. Sag mal ein paar Werte, was war so... Ansauglufttemperatur, Abgastemperatur? Wir fangen an. Wir haben eine Ansauglufttemperatur von 6 Grad. Ist das so kalt da draußen? So, 6 Grad. Wir steigen ein mit 6 Grad, machen die Messung und sind Ausgangsmessung 13. Da muss ich übrigens gerade noch mal eine Sache, habe ich gerade mal ausgerechnet. Wir haben ungefähr 8% Sprit rausgenommen, als wir die Wassermeter 0 aktiviert haben. Das heißt, logischerweise, wenn wir 8% Sprit wegnehmen, müssen bei gleichem Lambda-Wert jetzt 8% Methanol im Rennraum sein. Das heißt, das ist schon nicht wenig. Abgastemperatur 840. Was für den Fall safe wäre, auf dem Prüfstand, 840, gar kein Problem. Weiß ich aber, na, vor allem dann kommt ja noch der fünfte Gang hinter, ne? Das wird schon kritisch.
Mieter holen. Aber so mit Klopfen und so ist alles. Alles safe. Keine. 0,0. Wie gut ist die Maxi zu einer Klopferkennung? Ja, muss man halt mal rausfahren und reichen. Dadurch, dass wir die Zündung jetzt aber perfekt haben und auch sehr safe haben, klopft da halt nichts. Ah, sehr safe, das wollte ich hören. Du musst mir auf jeden Fall den Begrenzer ein bisschen weicher machen. Sonst also schmeißen die dich alle runter. Ja. Nee, hast du den heute erst so aggressiv da eingemacht? Oder war die ganze Zeit schon so? Eigentlich schon die ganze Zeit so. Mhm. Krass. Der rennt da halt richtig hin. Lambda-Wert jetzt gerade? 80. Machen wir da mal ein bisschen ab. Und gehen. Aber willst du echt versuchen, in Richtung 400 zu kommen oder einfach scheiße? Ich muss eh nochmal zwei Messungen jetzt machen. Und gucken, was wir kommen. Also mir reicht das so, ich bin vollkommen happy. Ich weiß eh so, dass man so nicht fahren wird. Das Gute ist, im Steuergerät stehen jetzt auch 2,6 Bar drin. Das heißt, mache ich jetzt einen Boost-Target von 2,0, 2,2, dann wird am Ende auch das sogar fahren. Ja. Und ich könnte mir von der Theorie her als Beispiel tatsächlich mal aufs Lenkrad irgendwie einen Knopf machen, dass, wenn es auf der Geraden doch mal sein muss, man halt immer so einen dritten oder vierten halt mal voll ausdrehen kann. Ne? Was ging da jetzt wieder? War nur Kontrollmessung am Ende nochmal, oder wie? Nur Kontrollmessung, ja. Alter, 409 PS aus dem Ding. Aber auch 425 Newtonmeter sind halt schon echt zornig, ne? Neue Getriebe wieder rein, ne? Da weißt du, ich behaupte, ich bin maximal 309 PS, noch nicht mal das. Mhm. Ich habe da gerade mal immer so 2 Bar stehen sehen, dann jetzt 409 PS. Dann ist nochmal 0,1 Bar mehr. Mhm. Über den ganzen Bereich oder nur am Ende? Nur am Ende. Weil auch und 2 Grad Zündung mehr. Auch wenn die krasse Kurve da so loslegt. Der Lader hat noch richtig Bock, ja. Temperaturen Temperaturen sagen immer noch so. Nee, noch nicht. Ja, also ich würde sagen, wir lassen das genau so, weil ich weiß einfach nicht, was dieses kleine Gerät hier ab kann. Ne? Aber Wahnsinn. Vor allem, das ist jetzt ja mittlerweile so viel Leistung, dass ich schon wieder auf jeden Fall irgendwann nochmal eine 100-200 damit fahren muss. Würde mich mal interessieren. Auf alle Fälle, ja. Weil 400 PS, 900 Kilo mit Flatshift und so. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich sage, wenn es nicht durchdreht, geht das so in Richtung 6,5 bis 7,5 Sekunden. Wenn die Übersetzung passt, schon, ja. Ja, jetzt gerade ist genau dritte, vierte Gang. Weil ich bin so schon auf der Rennstrecke mit den 300 PS. Start-Ziel, Kloppe heiß, alles. Und schon immer so laut Datalog 9 Sekunden. Ja, ne? Du weißt ja selber, was 100 PS plus Kaltfahren auf der Autobahn und so weiter. Ne? Autobahn, da kennst du dich. Was macht? Ja, geil. Also immer wieder Meinung. Immer noch alte Kerzen drin. Gerade mal frisches Öl drauf gekippt. Ne? Weil du weißt selber, überleg mal, diese ganzen, ich sag jetzt mal VW-Audi-Motoren, die wir haben, mit 2,7 Bar, also die machen nicht mal eben so 2,7 Bar, ohne dass du Kerzen drückst und so weiter, ne? Stimmt, die sind ja noch. Ja, nicht mal gedrückt, wirklich die ersten Kerzen, die Einfachkerzen noch drin, ne? Ganz normale NGK, BKR-Kerzen rein, fertig. Ja, wir lassen sie jetzt auf jeden Fall lieber, weil ich weiß, wir sehen uns in ein paar Wochen irgendwann nochmal wieder, dann geht es nochmal weiter mit der Reise, aber 409 PS würde ich sagen. Vielen Dank für die Hilfe mal wieder. Gerne. Danke für deine Zeit, René. Gerne. Und ja, ich bin sprachlos. Ich fahre jetzt nach Hause. Und dann, was Usi erstmal sagen lassen, ob man da so überhaupt fahren kann, ne? Oder?
Ich weiß noch nicht. Gefühlt macht er auch drei Mal. Wir lassen ihn jetzt einfach. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.